So, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video auf dem Kanal Gadget Tests. Heute haben wir einen coolen Kühlschrank to go von Vefor. Den könnt ihr beispielsweise mit einer Powerbank im Bollerwagen anschließen, mit dem Zigarettenstecker im Auto. Ich glaube auch an der normalen Steckdose, wenn ihr irgendwo Party macht, damit ihr einen kleinen Kühlschrank habt. Den möchte ich mir heute mit euch zusammen anschauen. Wie viel Strom zieht sich die Angelegenheit? Wie lange braucht er zum Runterkühlen? Und so weiter und so fort. Die Verarbeitungsqualität natürlich. Ja, dann hauen wir mal rein. Das Ganze findet ihr natürlich in der Videobeschreibung unten verlinkt. So. Also, das Ganze ist schon mal sehr, sehr gut eingepackt. Das Ganze befreien wir jetzt mal vom Styropor. Dafür müsst ihr mich ja nicht sehen. So, weg damit. Dann heben wir das Ganze mal hier raus. Gar nicht mal so schwer, muss ich sagen. Zubehörtechnisch ist nichts mehr in der Kiste. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir das Zubehör hier innen drin finden. Jawohl. Zubehör. Also, ich drehe die ganze Angelegenheit mal. Also, gewichtstechnisch ist hier auf der Seite die ganze Elektronik verbaut. Man merkt es beim Anheben, hier ist quasi nichts. Hier ist die Ladefläche, 20 Liter Volumen haben wir hier. Hier oben sind so zwei, ich sag mal, Stellplätze für Getränke. So, was haben wir hier? Achso, hier ist noch zugeklebt. So. Weg damit. So, dann machen wir das mal auf hier. Okay, hier ist so ein kleines Fach. Wofür das genau sein soll, kann ich euch nicht sagen. Vielleicht auch einfach nur, um Sachen zu lagern. Dann haben wir hier, oh, sehr nice. Hier haben wir an der Seite einen USB-Port. Da können wir dann unser Handy zum Beispiel anschließen und laden. Keine schlechte Sache. Dann natürlich hier vorne Bedienelement an, Einstellung Plus und Minus der Temperatur. Das Volumen, wie gesagt, 20 Liter an der Zahl. An der Seite vorne oder an der Seite rechts, wie auch immer hier von euch aus gesehen, sogar links. Hier so zwei Schlaufen, sag ich mal, um das Ganze zu fixieren, damit es safe ist im Auto. So, hier haben wir unseren DC 12 bzw. 24 Volt Eingangsstecker. Ja, sieht alles relativ gut aus. Unterseite noch kurz checken. Unterseite Gumminupsis verarbeitet für einen sicheren Stand. Hier ist nochmal was festgeklebt. Ja, weg damit. Dann schauen wir mal in die Zubehörbox rein. Das Ganze ist aus Plastik. Hier oben beim Deckel merkt man, der ist isoliert. Zubehörbox, was bietet sie uns? Schauen wir mal. Auf jeden Fall jede Menge Kabel und eine Bedienungsanleitung. So. Schupp, weg damit. Schauen wir mal, was wir hier für Kabel haben. Also, einmal, wie eben schon erwähnt, den Zigarettenanzünderanschluss und zum zweiten ganz normalen Hausstecker, Schüko-Stecker, um das Ganze in Betrieb zu nehmen. Wir werden jetzt gleich den hier nehmen, schließen die ganze Angelegenheit mal an. Oh, hier sind noch... Oh, ich sehe gerade, hier sind noch Entschuldigung, zwei Ersatz,
Gummifüße für unten drunter, falls man mal welche verliert. So, dann würde ich sagen, schließen wir das Ganze mal an. Dafür habe ich mir zwei Gadgets besorgt. Und zwar zum einen ein Strommessgerät, damit wir wissen, wie viel verbraucht die Kiste eigentlich. Und zum zweiten möchte ich natürlich wissen, wie schnell kühlt das Teil runter und vor allem wie genau ist die Einstellung. Also wenn ich jetzt 16 Grad eingebe oder 7 Grad eingebe, ist ja so eine Kühlschranktemperatur, sind es auch 7 Grad. Deshalb, das Ganze möchte ich kontrollieren und ich würde sagen, ich schließe das Ganze mal direkt an. So. Dann schauen wir uns auch zusammen noch das Display an und die Einstellmöglichkeiten. Wobei ich persönlich ja glaube, dass man nicht besonders viel einstellen kann, denn außer Plus und Minus wird da nicht viel sein. So, einmal den Stecker seitlich rein. Der geht auch nur in eine Richtung rein, da ist eine Führungsnase, sehe ich gerade, weil ich hätte ihn jetzt falsch rum reingesteckt. So, dann brauche ich mein Stromgerät. So, das Ganze ab in die Steckdose. So, im Standby-Betrieb haben wir jetzt 0,9 Watt. So, dann schalten wir die ganze Angelegenheit mal ein. So. Wir machen die Folie weg. Das Display sieht sehr, sehr schön aus. Zeige ich euch gleich auch noch aus der Nähe, blende ich euch ein. Na, hier ist noch eine Folie drauf, denkt ihr, ich krieg die ab. Die ist so drumherum ums Display. Na gut, dann lassen wir sie erstmal drauf. Oder ich nehme das Messerchen ganz vorsichtig. So, jetzt habe ich's. So, also, wir machen sie kurz nochmal aus. Festhalten wahrscheinlich. So, und wir wollen ja testen, wie gut das Ganze funktioniert. So, also, falls ihr es nicht sehen könnt, hier oben haben wir sogar noch Licht wie im richtigen Kühlschrank. Auch wenn ihr mich jetzt nicht seht, das ist ja nicht so interessant. Also, wir haben jetzt hier, Raumtemperatur ist 21 Grad, dementsprechend wird auch hier 21 Grad drin sein. Ich werde jetzt das Teil mal schließen, einschalten und auf 7 Grad stellen und wir schauen uns nach 5 und nach 10 Minuten mal an, welche Temperaturen wir haben und ich erzähle euch ein bisschen was zum Verbrauch. So, einschalten. Noch. Oh, komm, geh an. So, herausgefunden, warum, wieso, weshalb es nicht angeht. Man muss hier gar nicht lange drücken, sondern einfach nur einmal, wirklich ganz kurz. Und ich habe lang gedrückt, da ging es gar nicht. Gut, wir stellen das Ganze auf 7 Grad runter, wenn das denn möglich ist. Schauen wir mal. Oder wie ist das hier? Ah, auf 7 Grad. Machen wir 6 Grad. 6 Grad eingestellt.
das Ganze läuft jetzt. Aktuell zielt der Kühlschrank sich laut Messgerät 25 Watt, was jetzt nicht besonders viel ist. Wir lassen das Ganze jetzt mal 5 Minuten laufen, dann schalte ich euch wieder dazu und dann nochmal nach 10 Minuten ein kleines Fazit. So ihr Lieben, die ersten 5 Minuten sind rum. Nach ca. 3 Minuten fing die Kiste an richtig zu rödeln, ist auch von 25 Watt auf ungefähr 45 Watt hochgegangen im Verbrauch, wurde auch dementsprechend ein bisschen lauter. So, wir schauen jetzt mal zusammen uns an, was die ganze Angelegenheit sagt. Ich habe mir mal eine zweite Kamera geholt und wir schauen als erstes mal in die Box rein. Hier sind wir bei 20,5 Grad, 20,4 Grad, also 0,6 Grad kühler innerhalb von 5 Minuten. Dann zeige ich euch mal das Display ganz kurz. Wir haben im Prinzip den On-Button. Hier mit dem Einstellungsbutton ändern wir zwischen Max- und Eco-Modus. Und hier stellen wir uns die Temperatur ein. Die 17 sollen wohl angeblich Temperatur sein, die aktuell im Kühlschrank sind. Denn wenn wir jetzt hier auf Minus klicken, ist zum Beispiel die eingestellte Temperatur, die ich eingestellt habe. Ja, ich würde sagen, wir warten jetzt noch ein bisschen. Hier könnt ihr auch noch kurz einmal den Verbrauch sehen. Da sind wir bei 44,6 Watt, 43 Watt, sagen wir einfach mal 45 Watt im Moment. Ich würde sagen, statt nochmal 5 Minuten warten wir es einfach nochmal 10, dann ist genau eine Viertelstunde rum und dann schauen wir uns an, wie dann das Ergebnis aussieht. Bis gleich, meine Freunde. So, jetzt sind genau 15 Minuten zurück. Ich lese euch mal ab, was hier so steht. Und zwar, ja, jetzt gerade in dem Moment hat die Kühlbox die 6 Grad erreicht, die ich eingestellt habe. Kurz nachdem wir den ersten Zwischenstopp gemacht haben, hat das Ding auch sehr schnell hochgefahren und hat richtig Dampf gegeben. Der Verbrauch lag weiterhin bei ca. 45 Watt. Jetzt, gerade beim Erreichen, was ein Zufall, liegt der Verbrauch nur noch bei 0,8. Also sprich, das Ding arbeitet eigentlich gar nicht hinzu. Wir schauen jetzt mal rein. Und also hier ist schon alles echt richtig kalt. Das Thermostat zeigt 13,1. Wow, aber das Ding ist wirklich richtig kalt. Hier ist auch so eine kleine Eisschicht. Ich nehme mal kurz die andere Kamera an der Wand. Ich denke, das Thermostat würde sich noch anpassen, so nach und nach. Ich glaube, das ist jetzt nicht richtig ausschlaggebend. Ich hoffe, man kann das sehen. Also hier ist so wirklich so eine richtig kleine Eisschicht schon drauf. Also das Ding kühlt richtig übelst gut runter. Das Thermostat fällt auch noch. Jetzt sind wir bei 12,9. Also auf jeden Fall richtig nice. Ich werde jetzt das Ganze mal noch 10 Minuten einfach so geschlossen lassen, so wie es ist. Und schaue dann nochmal rein, ob sich das Thermostat angepasst hat. Und dann würde ich sagen, kommen wir kurz darauf auch schon zu einem Fazit. Bis gleich. So ihr Lieben, Fazit-Time. Also, wir haben den Wevor Kühlschrank to go oder Autokühlschrank oder Mitnehmkühlschrank, wie auch immer ihr das Ding bezeichnen wollt, kurz angetestet. Also, der Verbrauch liegt während der Runterkühlphase und oder während der Kühlphase im normalen Modus bei ca. 40 bis 45 Watt. Im Eco-Modus ist das Ganze ein bisschen länger, beziehungsweise dauert die Runterkühlphase länger, denn hier werden nur ungefähr 2/3 der Energie benutzt, 30 Watt. Das Gerät schaltet bei Erreichen der Temperatur ab. Wir haben jetzt die Temperatur von 6 Grad wieder mal erreicht. Gerade eben ist er wieder ausgegangen. Er ging kurz mal an und wieder aus nach 2-3 Minuten. Die Innentemperatur braucht eine ganze Weile, bis sie sich anpasst.
das ganze Gehäuse von innen, die Innenwände, sind alle eiskalt. Ich schaue jetzt mal. Ja, mittlerweile, auch wenn man hier reinpackt, man fühlt, es ist richtig kalt. Mittlerweile geht auch das Thermostat weiter runter. Die Einstellungen sind immer noch bei 6 Grad. Wir sind jetzt hier bei 9 Grad. Das braucht halt ein bisschen. Also hier an den Wänden ist richtig Eis dran. Also das kühlt auf jeden Fall richtig gut runter. Von der Größe her, damit ihr euch eine Vorstellung machen könnt, passt quasi so eine 0,5 Liter Flasche genauso liegend hier rein. Also wirklich perfekt. Die könnt ihr hier so reinstellen oder reinlegen. Also 20 Liter Volumen für ein paar Büchsen Bier oder ein paar kalte Cola für beim Sport oder für was zu trinken, wenn ihr wandern geht, ist das Ding ausgezeichnet. Also nach ca. 15 Minuten ist die Temperatur von einem Kühlschrank ungefähr erreicht. Liegt natürlich auch immer ein bisschen an der Außentemperatur. Die Innentemperatur passt sich so Pi mal Daumen, ich sag mal nach 30 Minuten an, sodass ihr das, was ihr auch im Display eingebt, quasi innen drin habt. Es sind jetzt ein gut 20 bis 25 Minuten rum. Wir sind es bei 9 Grad und 6 habe ich eingegeben und es sinkt immer noch. Es ist jetzt auf 8,9 Grad runter, obwohl die Kiste sogar offen ist. Deshalb meiner Ansicht nach ein wirklich schönes Teil. Preislich kostet die ganze Angelegenheit so um die 200 Euro. Gibt es bei Amazon zu erwerben, da gibt es immer wieder Coupons. Im Moment habe ich gerade eben noch geguckt, sind wir bei 209 Euro, aber es gibt einen 20 Euro Coupon, also bei 189, also auch 190 Euro. Schöne Sache, auch hier, dass wir hier noch ein Fach haben, um irgendwas zu verstauen, einen USB-Ladeport, können unser Handy da laden. Das ist doch eine schöne Angelegenheit und zum Wandern oder halt fürs Auto, wenn ihr in den Urlaub fahrt, um kühle Getränke oder Essen mitzunehmen, doch eine geile Sache. Also hier kriege ich oder würde ich zumindest genug Lebensmittel und 2-3 Flaschen Wasser reinkriegen, die dann schön, sicher, ordentlich mit in die Ferienwohnung ankommen. Ja, also das Ganze ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, einen Kommentar, wenn ihr eine Frage habt. Und über ein Abo würde ich mich sehr, sehr freuen, denn der Kanal ist neu, wie ihr seht. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao.